Was wollt ihr? Nun, Windjalf, da ihr in Sicherheit seid. Tritt euer wahres Anliegen zutage. Der Feuerbann. Der Feuerbann. Wenn ich lieber sterbe und meine Brüder in Gefahr bringe, um das Geheimnis vor einem alten Eisriesen zu bewahren, warum sollte ich es dann einem Runenkrieger offenbaren? Weil ihr sonst weitaus größeres Unheil damit anrichtet, alter Mann. Erspart mir eure Zänkereien. Stünde nicht Blutschuld zwischen uns, ich würde euch erschlagen, wo ihr steht. Euersgleichen war es doch. Aber gut, ich verdanke euch mein Leben und wohl auch das meiner Brüder. Er gehört euch. Nehmt den Feuerbann und mit ihm das geheime Wissen meiner Ahnen. Mögen die Götter geben, dass euer Weg gerecht ist. Lebt wohl, Runendiener. Ja. Wir haben den Feuerbann. Können wir ausrüsten. Kostet 20 Mana, ist ein Einsatzzauber. Brauchen wir jetzt allerdings noch nicht. So. Feuer und Eis sagt. Geht ihr mit dem Feuerbann zurück zu Ilune in Tirgan nach. Der Feuerbann ist nun in eurem Besitz. Nun kann der Angriff auf das Rote Imperium beginnen. Besprecht mit Ilune das weitere Vorgehen. Ja. Wobei wir jetzt dann erstmal andere Sachen machen werden. Und da dann in dem Tal mal gucken, ob wir da noch ein bisschen leveln können. Also das heißt, in dem Tal kann man, wenn man sich Mühe gibt, bis Level 18 leveln. Mir sollte Level 17 recht sein. So, Tirgan nach Elfenstadt erstmal. So, jetzt sollten wir auch dich austauschen können. Das heißt, die ganzen Runen und die ganzen Zauber hier können wir verkaufen. Bei unserer Händlerin, die uns genug Geld dafür gibt. Und hier scheint auch irgendwas passiert zu sein. An meinem Heldenmonument sind auf einmal Leute aufgetaucht. Und auch die hohe Priesterin ist weg. Also ja, hier muss wirklich was passiert sein. Elend gebe uns Frieden. Was ist mit Aidale geschehen? Sie stürzte von einer Klippe am Ostberg. Wir wissen nicht, wie es geschah. Aber kaum jemand glaubt, dass Aidale einfach den Halt verloren hat. Eine Kreatur? Wir wissen es nicht. Aber Litere, eine der Schwestern, die sie begleitet haben, behauptet, eine Novizin hätte sie hinuntergestoßen. Eine Elfe soll eine Elfe getötet haben? Es ist lange her. Aber es gibt solche dunklen Kapitel in unserer Vergangenheit. Wir haben kaum Gesetze, aber Litere verlangt von mir, Baeta einzusperren. Litere ist eine Priesterin. Ich kann ihr kaum widersprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier mehr als eine Lüge am Werk ist. Mhm. Kann ich bei den Ermittlungen helfen? Soll ich euch bei den Ermittlungen helfen? Ihr seid ein Fremder. Sie werden euch kaum etwas erzählen. Andererseits habt ihr keine Bräuche und Ordensregeln, die euch binden. Befragt Baeta, Litere und die Wache Fenair. Alle drei waren mit der hohen Priesterin Aidale auf dem Ostberg. Versucht zu ermitteln, wer von ihnen für den Tod Aidales verantwortlich ist. Wenn ihr euch eine Meinung gebildet habt, kehrt zu mir zurück. Okay. Habt ihr herausgefunden, wer Aidale ermordet hat? Ich bin hier, um euch etwa Fragen zu stellen, ja.
Ich bin hier, um euch Fragen zu stellen. Fragt, was ihr wissen wollt. Was genau ist vorgefallen? Aedale wollte das Land der Ostberge wieder Arin weihen, nachdem es von den aufgescheuchten Kreaturen verunreinigt worden war. Sie nahm ihre rechte Hand Litere und ihre persönliche Novizin Baeta mit auf den Berg, um das Reinigungsritual zu vollziehen. Ich gab ihnen die Wache Fenair mit, da der Osten immer noch nicht sicher ist. Außerdem denkt der arme Kerl sowieso ständig nur an Baeta, also schien er mir geeignet. Es verging nicht viel Zeit, da kehrte Fenair zurück. Er berichtete, dass Aedale in den Abgrund gestürzt sei, mehr wissen wir nicht. Erzählt mir von den Verdächtigen. Die Verdächtigen sind Litere und Baeta, beide gehören zum Orden Arins. Die junge Baeta ist eine Novizin, während Litere bereits den Rang einer erfahrenen Priesterin bekleidet. Wen haltet ihr für schuldig? Ich weiß es wirklich nicht. Litere beschuldigt Baeta und das Wort einer Priesterin hat Macht wie ein Gesetz. Aber ich kann es kaum glauben, dass eine meiner Schwestern so etwas tun würde. Vor allem nicht die kleine Baeta. Aber Aedale und Baeta haben sich nie gut verstanden. Aedale hat ihr sogar den Umgang mit Fenair verboten. Das war im Moment alles. Ich danke euch. Gut. Okay. Ja, das heißt erstmal zum Monument gehen. Nee, erst wollten wir verkaufen gehen. Also ja, da ist Baeta. Gut, Mutter der hohen Priesterin. Aedale, die hohe Priesterin des Arin-Ordens, ist tot. Zum Schrecken der Elfen scheint kein Feind, sondern jemand aus den eigenen Reihen dafür verantwortlich zu sein. Aileen, die mit der Klärung des Mordes beauftragt ist, könnte Hilfe brauchen. Untersucht die Leiche am Fuß der Klippe. Im Osten von Tirganach in Richtung des Wintertals ist Aedale von einer Klippe gestürzt. Die Untersuchung ihrer Leiche könnte Aufschluss geben über den Hergang ihres Todes. Redet mit Fenanir, der Stadtwache. Fenanir, die Menschenwache, war mit dem Schutz der Priestergruppe beauftragt. Befragt ihn zu den Ereignissen. Redet mit Litere. Litere, Priesterin und rechte Hand, Aedales war ebenfalls bei dem Ritual auf dem Ostberg dabei. Sie hat Baeta des Mordes beschuldigt. Ihre Aussage ist von entscheidender Bedeutung. Baeta, die Novizin. Baeta, Aedales Novizin, ist die Hauptverdächtige. Litere hat sie des Mordes an Aedale beschuldigt, aber ihr solltet euch trotzdem all ihre Aussagen anhören. Also Baeta ist hier. Wo haben wir dann die anderen? Gut, erstmal verkaufen. Die habe ich ausgetauscht, oder? Gucken wir mal sicherheitshalber. Da ist jetzt eine 10er drin, ja. Das ist die falsche Verkäuferin. Ich will zu ihr hier. Also, das heißt, weg. Und das auch alles weg. Jetzt haben wir genug Gold erstmal. Habe ich hier irgendwas, was ich noch verkaufen könnte? Also ja, wenn ich von hinten mal durchgehe, kann ich die drei eigentlich verkaufen. Davon kann ich zwei verkaufen. Davon kann ich welche verkaufen. Diese Mentalmagie-Helme. Ja, okay, da behalte ich mal einen. Davon kann ich ein paar verkaufen. Also ja, das Blutschild, das kann weg, definitiv. Aber ich hatte hier...
Doch definitiv Rüstung oder Helme noch? Na ja, egal. Das sollte erstmal reichen. Ah, so gut. Vor allem könnte ich dann die beiden Runen hier durch die beiden Runen hier ersetzen, wenn ich das nächste Level up habe. Was mir auch schon um einiges helfen dürfte. Wenn wir weitergehen dann. Und ich weiß gerade nicht mal, ob ich jetzt den Mod aufklären sollte oder ob ich erst auf Level 17 grinden sollte. Ich glaube, ich grinde erst auf 17. Bevor ich überhaupt mit den Morduntersuchungen anfange. Das heißt ja, erstmal müssen die Mukwa-Trolle dran glauben. Ich glaube, 6 gegen 6 dürfte gerade so gehen. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Vor allem, wenn ich Sachen stehe bereit. Vor allem, wenn ich Sachen wie Berserk und so benutze. Hört ihr den Ruf? Ja. Los, los! Was wünscht die Rune? Vor allem kann ich dann meine Elfen von da oben auch mal wieder runterholen. Auf meinen Vorwärts. Befehl. Vorwärts. Und mit ihnen was anfangen. Folgt mir. Mir nach. Also ja, mir nach. Versuchen wir noch die Trolle zu besiegen. Mir nach. Vorwärts. Sofort. Und los. Mukwa groß, Mukwa weise, Mukwa machen Bäuche voll. Vorwärts. Wir Mukwa dienen, großer Mukwa, großer Mukwa. Ja, zur Ehre Aonias. Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen. Das bereust du. Geister! Schließ die rein! Das ist ein Hinterhalt! Vernichter! Haltet durch, Männer! Die Linien müssen halten! Auf meinen Befehl. Folgt mir. Okay. Schnell! Die machen gutes Aua. Die Linien müssen halten! Auf meinen Befehl. Folgt mir. Schlagt sie zurück! Vorwärts. Die Ahnen sind mit uns, so sei es. Meint ihr Ruhm für euch? Ach so. So sei es. Ja gut. Ja. Was da? Schon weg!
Aber sagen wir mal so, mit so einer Birbungstaktik sollte ich die tot kriegen. Wenn ich mich halt darauf konzentriere, immer einen nach dem anderen zu töten. Aber ich würde sagen, wir speichern hier erstmal wieder. Let's Play. Überschreiben. Und dann machen wir erstmal einen Cut. Also, bis gleich.